Gesundheit. Ja. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Krefeld Pinguine. Ich begrüße wie immer die beiden Coaches. Zu meiner Rechten Pierre Beaulieu von den Krefeld Pinguinen und zu meiner Linken Jason O'Leary von den Roosters. Wie immer das erste Statement des Gästecoaches. Mr. Beaulieu, your statement please. Danke. Für uns ist es immer hier in Iserlohn schwierig zu spielen, aber denke ich, wir haben einen guten Job mit unserer Adversity gemacht heute. Wir haben viele 1-0 hinten und danach Ende der Drittel, wir kommen besser ins Spiel und late goal. Es ist ganz wichtig, 1-1 auswärts hier in Iserlohn. Ich war zufrieden mit dem ersten Drittel, Ergebnis von dem ersten Drittel. Aber unsere Unterzahl im zweiten Drittel und Oscar hat eine sehr gute Parade in diesem zweiten Drittel. Danach wieder, Entschuldigung, bis drei Tore in diesem Drittel zum Treffen ist ganz wichtig. Große Schuss geblockt von Brownie und ein Tor in Unterzahl war super, was huge. Und im dritten Drittel natürlich, Iserlohn ist eine Profimannschaft und sind gut gecoacht, so es ist, we knew they weren't going to give up. Wieder ein Tor ganz in den ersten zwei Minuten. Und again, we responded the right way. Und für die letzten 10, 12 Minuten, wir haben sehr gut verteidigt. Und die Game Management war ganz wichtig. Und wieder good goaltending. Und Oscar hat noch eine sehr gute Parade gehabt. So, stolz von die Jungs und drei wichtige Punkte für uns. Und danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Coach der Krefeld Pinguine? Das ist nicht der Fall. Dann, Jason, würde ich dich um dein Statement bitten. Herzlichen Glückwunsch an Pierre und seine Mannschaft. Es war ein sehr wichtiges Spiel für ihn, auch für uns. Ich glaube, dass wir müssen reagieren, wenn das Spiel dauert 60 Minuten. Wir spielen für vielleicht 19 Minuten und 55 Sekunden im ersten Drittel. Es dauert nicht lang genug. Wir haben nicht gut genug verteidigt im zweiten Drittel und vor allem nichts konsequent gespielt. Wir waren sicher nicht fokussiert und das ist ein großes Problem. Man merkt, wir hatten Chancen gehabt. Das Torfähigkeit war nicht so einfach heute Abend. Die Junge hat sehr gut gespielt, aber ich glaube, dass wir brauchen ein bisschen mehr, man kann sagen, Leitwolf haben in unserer Mannschaft, weil es ist sicher ein Aspekt, wo wir fehlen. Die Jungs haben sehr gut gekämpft, vor allem die jungen Spieler. Und das braucht mehr vom anderen Spieler. Die Leistung war, würde ich sagen, der erste Drittel und dritte Drittel war sehr gut. Wir haben mehr Chancen gehabt, ich glaube ungefähr 55 Schuss. Das erste Mal dieses Jahr, wir haben so viel gehabt. Aber ein Tor hat was uns sehr gut verteidigt, war an Mauer heute Abend. Und das war, das war die Entscheidung, ein entscheidender Punkt, finde ich, für die Mannschaft. Das Spiel. Danke, Jason. Gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Du sagst gerade vermissten Leitwolf. Ihr habt Alex Grenier abgegeben. Wie sehr hast du ihn am Freitag vermisst? Die Frage war, wie sehr man Alex Grenier, den man in der Länderspielpause in die Schweiz transferiert hat, in den letzten Spielen vermisst hat. Ja, es sind interessante Sachen, aber es liegt nicht an einem Spiel. Wenn ich sage Leitwolf, ich meine vielleicht Leitwolfin, mehr Plural. Weil die Jungen haben sehr gut gehabt, die haben das gesehen heute Abend. Timmy Fleischer, Nils Mansky, die haben gut verteidigt. Auch Alex hat ein paar gute Einsätze gehabt. Aber das braucht mehr von anderen Leuten, die muss vielleicht so entscheidende die Spiele. Wir haben Powerplays gehabt heute und wir waren so locker mit der Scheibe. Also es ist einfach unmöglich, dass man als ein Profispieler kann so einfach hin und her spielen, ohne Motivation. Es gibt Spiele noch, die kämpfen für Vertrag und so weiter. Und man merkt, dass wir brauchen Leute hier, die wollen spielen, wollen arbeiten. Und, aber das wird nicht, also ich denke, ich bin nicht der Meinung, dass mit Grants wird ein riesiger Unterschied sein. Er ist ein Leitwolf, das ist sicher, aber das liegt an ein paar Spielern. Die müssen besser sein.
und diese Ausrede, dass es das tat nicht oder ich habe keinen Vertrag oder was auch immer, das gehört nicht dazu. Und ja, aber ich bin stolz auf die sehr jungen Spieler, die haben das sehr gut gemacht heute Abend in Wien. Und das ist die Zukunft und das ist ganz klar. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltages. Berlin gegen Mannheim 4:3 nach Verlängerung. München gegen Bremerhaven 2:1. Düsseldorf gegen Köln 4:1. Augsburg gegen Wolfsburg 2:4. Straubing gegen Ingolstadt 7:6. Und heute Abend spielen noch Nürnberg gegen Schwenningen. Das nächste Heimspiel unserer Roosters ist am kommenden Sonntag, den 23. Februar um 19 Uhr hier in der Eissporthalle am Seilersee gegen die Pinguins Bremerhaven. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Abend und unseren Gästen natürlich eine gute und sichere Heimreise. Vielen Dank. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Krefeld Pinguine. Ich begrüße wie immer die beiden Coaches. Zu meiner Rechten Pierre Beaulieu von den Krefeld Pinguinen und zu meiner Linken Jason O'Leary von den Roosters. Wie immer das erste Statement des Gästecoaches. Mr. Beaulieu, your statement please. Danke. Für uns ist es immer hier in Iserlohn schwierig zu spielen, aber denke ich, wir haben einen guten Job mit unsere Adversity gemacht heute. Wir haben viele 1-0 hinten und danach Ende der Drittel, wir kommen besser ins Spiel und late goal. Es ist ganz wichtig, 1-1 auswärts hier in Iserlohn. Ich war zufrieden mit dem ersten Drittel, Ergebnis von dem ersten Drittel. Aber unsere Unterzahl im zweiten Drittel und Oscar hat eine sehr gute Parade in diesem zweiten Drittel. Danach wieder, Entschuldigung, bis drei Tore in diesem Drittel zum Treffen ist ganz wichtig. Große Schuss geblockt von Brownie und ein Tor in Unterzahl war super, was huge. Und im dritten Drittel natürlich, Iserlohn ist eine Profimannschaft und sind gut gecoacht, so es ist, we knew they weren't going to give up. Und wieder ein Tor ganz in den ersten zwei Minuten. Und again, we responded the right way. Und für die letzten 10, 12 Minuten, wir haben sehr gut verteidigt und die Game Management war ganz wichtig und wieder gut Goaltending und Oscar hat noch eine sehr gute Parade gehabt. So, stolz von die Jungs und drei wichtige Punkte für uns und danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Coach der Krefeld Pinguine? Das ist nicht der Fall, dann Jason, würde ich dich um dein Statement bitten. Herzlichen Glückwunsch an Pierre und seine Mannschaft. Es war ein sehr wichtiges Spiel für ihn, auch für uns. Ich glaube, dass wir müssen reagieren, wenn das Spiel dauert 60 Minuten. Wir spielen für vielleicht 19 Minuten und 55 Sekunden im ersten Drittel. Es dauert nicht lang genug. Wir haben nicht gut genug verteidigt im zweiten Drittel und vor allem nichts konsequent gespielt. Wir waren sicher nicht fokussiert und das ist ein großes Problem. Man merkt, wir hatten Chancen gehabt. Das Torfähigkeit war nicht so einfach heute Abend. Die Junge hat sehr gut gespielt, aber ich glaube, dass wir brauchen ein bisschen mehr, man kann sagen, Leitwolf haben in unserer Mannschaft, weil es ist sicher ein Aspekt, wo wir fehlen. Die Jungs haben sehr gut gekämpft, vor allem die jungen Spieler. Und das braucht mehr vom anderen Spieler. Die Leistung war, würde ich sagen, der erste Drittel und dritte Drittel war sehr gut. Wir haben mehr Chancen gehabt, ich glaube ungefähr 55 Schuss, das erste Mal dieses Jahr. Wir haben so viel gehabt, aber ein Tor hat Osten sehr gut verteidigt, war an Mauer heute Abend. Und das war, das war die Entscheidung, ein entscheidender Punkt, finde ich, für die Mannschaft. Das Spiel. Danke, Jason. Gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Du sagst gerade vermisst den Leitwolf. Ihr habt Reichstrainier abgegeben. Wie sehr hast du ihn am Freitag vermisst? Die Frage war, wie sehr man Alex Grenier, den man in der Länderspielpause in die Schweiz transferiert hat, in den letzten Spielen vermisst hat.
Ja, es ist eine interessante Sache, aber es liegt nicht an ein Spiel. Wenn ich sage Lightwolf, ich meine vielleicht Lightwolfin, mehr Plural. Weil die Jungen haben sehr gut gehabt, die haben das gesehen heute Abend. Timmy Fleischer, Nils Mansky, die haben gut verteidigt. Auch Alex hat ein paar gute Einsätze gehabt. Aber das braucht mehr von anderen Leuten, die muss vielleicht so entscheidende die Spiele. Wir haben ein paar Plays gehabt heute und wir waren so locker mit der Scheibe. Also es ist einfach unmöglich, dass man als ein Profispieler kann so einfach hin und her spielen, ohne Motivation. Es gibt Spieler noch, die kämpfen für Vertrag und so weiter. Und man merkt, dass wir brauchen Leute hier, die wollen spielen, wollen arbeiten. Aber das wird nicht, also ich denke, ich bin nicht der Meinung, dass mit Grants wird ein riesiger Unterschied sein. Er ist ein Leitwolf, das ist sicher, aber das liegt an ein paar Spielern, die müssen besser sein. Und diese Aussage, das tat nicht, oder ich habe keinen Vertrag oder was auch immer, das gehört nicht dazu. Und ja, aber ich bin stolz auf die sehr jungen Spieler, die haben das sehr gut gemacht heute Abend in Wien. Und das ist die Zukunft und das ist ganz klar. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltages. Berlin gegen Mannheim 4:3 nach Verlängerung. München gegen Bremerhaven 2:1. Düsseldorf gegen Köln 4:1. Augsburg gegen Wolfsburg 2:4. Straubing gegen Ingolstadt 7:6. Und heute Abend spielen noch Nürnberg gegen Schwenningen. Das nächste Heimspiel unserer Roosters ist am kommenden Sonntag, den 23. Februar um 19 Uhr hier in der Eissporthalle am Seilersee gegen die Pinguins Bremerhaven. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Abend und unseren Gästen natürlich eine gute und sichere Heimreise. Vielen Dank.